Willkommen zu DVD-Kritik und damit geht es um den Tipp zum Wochenende und man könnte auf RTL Herr der Ringe und den dritten Teil schauen, genauso wie Surrogates auf Pro7. Aber ich hätte mich ansonsten natürlich für Dreisat der Pianist um 20.15 Uhr entschieden. Dazu habe ich schon eine Kritik gemacht. Die könnt ihr euch gerne hier unten klicken oder in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt dann noch übrig, was ich eigentlich einen sehr gelungenen Film finde, und das ist Schnapp Shorty. Eine ja schon fast Gangster-Komödie, episodenhafter Charakterfilm. Aber worum geht es erst einmal dabei? John Travolta mimt ja einen Mann namens Chili Palmer, der halb Gangster, halb Mafiosi ist und natürlich in das eine oder andere illegale Geschäft verwickelt ist und unbedingt 15.000 Euro Dollar plus Zinsen von einem Typen besorgen muss, der angeblich tot ist, aber eigentlich hintenrum 300 Riesen von einer Fluggesellschaft erbeutet hat und in Las Vegas ist. Und da macht er sich genau auf den Weg und er kommt von einem Auftraggeber zum nächsten und nimmt eine Kette ganzer Jobs an, bis er am Ende beschließt, Filmproduzent zu werden. Und somit gibt es ganz viele Charaktere, die zu einer ziemlich witzigen Story zusammenkommen. Und es ist schwer, das hier auch ansatzweise irgendwie zusammenzubringen. Aber ich kann nur sagen, es ist wie eine frühe Version, ein Ticken von Ocean's 11 und ein bisschen von Lucky Number 11 zusammengepackt. Und das ist eigentlich ganz cool. Und Schnapp Shorty wurde ja mit Be Cooler fortgesetzt, aber ist hier um einiges besser, finde ich. Und allein der Cast mit John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo, Danny DeVito, Dennis Farina und James Gandolfini ist hier ganz, ganz groß. Und ich kann an der Stelle sagen, lustige Nummer, kann ich mir immer wieder ansehen, ist jetzt mit 1995 nicht gerade von vorgestern, verliert aber trotzdem nicht viel an Esprit und es ist auch keine Minute zu lang. Das Tele 5 hier voll zu einem coolen Film greift, zeigt mir doch, da sitzt jemand mit Geschmack und ich kann sagen, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, sollte da mal reinschalten, denn das lohnt sich. Wirklich witzig bis zum Anschlag und ganz interessant konstruiert. John Travolta saucool, finde ich an der Stelle vielleicht schon ein Ticken zu cool. Man darf diesen Film in sich nicht ernst nehmen, nicht so unbedingt zumindest, denn das will er nicht, sondern er will unterhalten und das schafft er dann auf ganzer Linie. Für mich ist dieser Film, sagen wir mal als Gaunerkomödie, eine schöne 8,5 von 10 möglichen Punkten und insgesamt tolle 8 von 10 möglichen Punkten. Es gibt einiges Besseres, aber vieles Schlechteres und Schnapp Shorty hat auch einen gewissen Wiederholungsfaktor, kann man sich immer mal wieder anschauen in gewissen Abständen. Deswegen hier eine klare Empfehlung und ich sage danke fürs Einschalten. Klickt euch wie immer den Trailer auf dem Plakat und wir sehen uns natürlich dann kommende Woche wieder und ich wünsche euch noch ein tolles Wochenende, viel Spaß auf den ACTA-Demos und bis dahin, tschüss.